Die Wildnis kann herausfordernd sein, aber mit den richtigen Snacks wird sie zum Abenteuer. Schaut her, Koros Dattel-Haselnuss-Creme. Was haben wir denn hier? Linsenchips and Nut Butter Cups. Hunger der Wildnis? Nicht mit Koro. Und das Beste, exklusiv für euch gibt es 5% Rabatt auf alles mit dem Code 7VSWILD. Und das sogar schon auf den Probierpreis von 27,50 Euro. Ha, die nehme ich noch mit. Jetzt aber auf ins Abenteuer und vergesst eure Snacks nicht. Einzigartige Bilder, exklusive Hintergrundinfos und vieles mehr im offiziellen Bildband. Jetzt bestellen! Oh mein Gott! Was denn? Ich habe Wasser gefunden! Wir haben eine Plane! Wir haben eine Plane! Alter! Ein schöner Waldspaziergang hier am Arsch! Da, du hast da Bären! Hey, Bär! Oh, Bär! Marin? Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh shit, ich sehe es auch. Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel. 14 Tage überleben. Willenskraft wie Wolf! Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt theoretisch sagen, wir gehen zurück, dann war's das. Alter, ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Mental knallt's gerade, ey. Das ist richtig geil, der Spot. Ja! Hey, Bier! Das Bärenspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Es ist gestört, krank hier lang zu gehen. Hilfe! Hey, Bär! Ho, Bär! Boah, ist das rough, ey! Fuck! So eine Scheiße, ey! Das ist so krass, ja. Come on, yeah! Wir können stolz auf uns sein. Wir zeigen euch Survival! Seven vs. Wild Teams. Digga, wollen die mich verarschen? Das ist ein Vogel oder sowas gewesen. Vogel? Ja, guck mal hier. Die langen. Das ist von den Federn hier. Ja, ja. Hier. Da vorne liegt der Schädel, ganz vorne. Ja. Ganz vorne. Und das war kein kleiner Vogel. Alter, das war ein richtiges. War das eine Seeadler? Ja, guck mal hier. Holy shit. Alter. Da haben sich einfach einen Adler gesnackt. Ja, das ist ein Seeadler. Komplett hier. Ich glaube auch nicht, dass der hier reingeflogen ist, in diesem Bereich, und dann natürlich gestorben ist. Alter, lecko mio. Also langsam entwickelt sich das Wissen zum Horrorfilm hier. Ja. Willkommen in der Realisationsphase. Ich krieg gerade so einen Krampf im Magen. Fühlt sich nicht gut an, sag ich dir ehrlich, es ist. Vor allem, das ist halt. Also, die Knochen gerade nicht, aber die Spuren sind halt frisch, die sind halt von heute. Das werden wahrscheinlich diese Küstenwölfe sein. Und wie der Name schon sagt,
Die sind halt spezialisiert an der Küste zu. Die sind halt an der Küste unterwegs. Und warum sind die an der Küste unterwegs? Wegen Fressen. Naja, und weil du im Inland quasi nicht bewegen kannst. Du kannst dich nicht bewegen. Es ist hier. Martin, geh mal bitte einmal da lang, damit wir das den Leuten mal zeigen. So, und das ist keine Kante der Küste, so ist der komplette Wald. Und das ist jetzt auch nicht, was du ein bisschen zur Seite packst, sondern das sind, warte, ich zeig euch das. Das ist wie Holz. Naja, das, ja, klar. Das ist nicht wie ein bisschen, wir drücken das mal zur Seite und dann gehen wir da durch. Nee. Das ist, ey. Aber das ist die Pflanze, die diese Beeren hat. Also wir können die Beeren schon essen. Also genau, das muss man vielleicht mal noch zeigen. Genau. Da werden wir später uns natürlich drum kümmern. Heute ist nicht der Fokus auf Nahrung. Kannst du essen die ganzen Beeren hier. Das sind die Blaubeeren von Kanada. Weiß nicht, wie sie heißen. Werden vielleicht jetzt unten eingeblendet. 100 Gramm haben ungefähr blablabla bla, bla, Kalorien. Mhm. Erkennbar, auch immer gut, haben wir auch gelernt. Also vorne glänzend und hinten matt. Ja. Es darf keine Zacken haben. Ganz wichtig, es gibt nämlich noch eine andere Art, da stirbst. Cool. Ja, was machen wir jetzt mit Unterkunft? Wissen wir noch nicht. Ich leg mich hier direkt. Also ich weiß nicht, was ich... Ich hab gerade keine Ahnung. Pass auf, ich sag's mal draus, ja. Wenn alle anderen das auch haben, dann wird's spannend. Dann sehe ich keine 7 Teams mehr. Also ich sehe uns auch gerade sehr hart daran arbeiten, das überhaupt zu schaffen. Das ist krass. Also das ist wirklich krass. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe keine Gedanken, dass jetzt deswegen hier irgendwie die 14 Tage nicht geschafft werden. Aber es fühlt sich gerade an, wie das könnte richtig, richtig hart werden. Ja. Und Achtung, ja, und je nachdem, wie die Wolfssituation ist, könnte das vielleicht hier noch ganz anders ausgehen. Boah. Bitte? Du hast auch das ganze Gefühl, irgendeiner schleicht hinterher. Mhm. Das ist nicht cool. Knossel checkt schon mal hier einen potenziellen Spot aus. Hier liegt noch ein fetter Baum, das heißt, die Flut kommt da ganz rein. Und da vorne, ist das ein See? Bro, ich glaub, da ist ein See! Was? Ich glaub, da ist ein See! Ich komm, da ist ein See? Oh, ein See wäre... Wirklich? Ich glaub, da ist ein See. Aber wie soll ich da hochkommen? Komm! Ey, ich sag's dir. Es wird eine wilde Zeit. Es wird eine wilde Zeit. Schau. Oh, es ist gruselig da. Richtiger Gruselwald. Aber da! Da ist doch ein See! Oh mein Gott. Komm. Knossel traut sich leider nicht über den Baumstamm balancieren. Das heißt, ich muss das kurz für uns erkunden. Ich glaube, da ist ein richtig schöner See. Ich muss da runter. Okay. Wieder ein bisschen balancieren. Schaut euch das an. Juhu! Knossel! Ich komm! Sascha hat gerade geschrien. Was? Ein wunderschöner See! Ja! Er sagt so, komm, da ist ein See oder was? Er hat einen See gefunden. Schau, ob da Fische drin sind. Direkt mal schauen, ob da Fische drin sind. Soll ich da jetzt rüberspringen? Ah, oh, fuck. Ich hab so viel Energie schon wieder verbraucht. Eigentlich dumm, aber ich musste jetzt rüberspringen. Puh. Jump the fuck up, oder? Oh, na, mach mal. Komm! Ich komme! Scheiß drauf. Volles Risiko. Oh. Ja, geht schon. Komm. Jan Schlappen wird lachen. Für den kleinen Sprung. Schaut euch das an. Oh. Sag jetzt bitte, dass da Fische drin sind. Da war doch ein Mensch. Das war doch ein Mensch. Wer geht da herum? Das sind ja richtige Spuren. Oh, oh. Bro, ich glaub, das sind Bären. Wo bist du? Ich glaube, das ist eine Trinkstelle für Tiere. Das sind richtig wilde Tiere, richtig große. Richtig viele fette Spuren. Schaut euch das an. Wer macht solche Spuren? Das ist mein Fuß. What the fuck? Schaut euch das an. Hä? Ey, jetzt dreh ich gleich. Jetzt werd ich blöd.
Ich werd jetzt blöd. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab mich hier eingeschlossen, ich Idiot. Ja! Da links, rechts! Okay, neuer. Jetzt Plan B. So, jetzt bauen wir Brücke. Jetzt hab ich's. Jetzt bin ich gleich da. Also. Sascha, ich bin ins Wasser gefallen. Mann! Wie bist du denn? Ich wollte eine Brücke bauen. Ich bin, die Schuhe sind nass. Na. Sascha. Komm. Ich wollte darüber. Dann stand ich fest. Dann wollte ich da drüben eine Brücke bauen. Dann war die undicht. Jetzt stehe ich hier. Jetzt reicht's, ich komm jetzt. Gut. Jetzt heißt es, laufen gehen. Ja. Ein bisschen ins Inland, mal gucken, weil wenn hier Wasser von irgendwo kommt, wir wollen wissen, wo es genau herkommt. Ja. Vielleicht ist er da ganz geil und wir wollen euch mal zeigen, dass es hier schon sehr dicht ist. Also entweder ist es ein kleines Bächlein, Wasserfall, vielleicht Höhle, keine Ahnung. Wir schauen mal. Wir gehen rein. Hier alles mega hügelig, ne? Ja. Was war das? Es ist richtig steil hier irgendwie. Hey, check das mal aus. Ich weiß gar nicht, ob das auf Cam so gut rüberkommt. Aber da hinten geht es einfach fast 90 Grad nach oben. Hm. Ja, wir jiggern jetzt hier erstmal durch die Gegend. So, weiß ich nicht, 200 Meter weiter oder so? Ja. Einige Meter weiter auf jeden Fall. Wir müssen jetzt hier irgendwie runter. Der Bach ist immer noch da unten. Wir wollen ihm weiter folgen. Ja. Bis jetzt war noch kein totes Tier drin. Schon mal positiv. Meine Brille beschlägt. Ja. Mein Hemd ist richtig feucht. Hier ist richtig hohe Luftfeuchtigkeit. Alles nass. Aber keine Mücken aktuell. Noch keine Mücken, ja. Ja, das ist schon mal gut. Wie geil ist, dass alles so wild aussieht? Das kennen wir halt gar nicht, ne? Logischerweise von Brandenburg. Also es ist auch viel Bauholz, aber es ist auch viel feuchtes Holz, ne? Alter. Also hier in dem Wald ist nichts trocken. Bin richtig am Ölen. Ja. Also muss man echt mal gucken, ob da hinten irgendwas ist. So, der Bach wird ein bisschen größer hier. Wird auch alles sehr, sehr sumpfig. Wir müssen jetzt irgendwie auf die andere Seite. Links kommen wir auf gar keinen Fall weiter. Es ist zu dicht. Alter, bin ich am Ölen. Hui! Ich mach den Weg frei. Jetzt nicht abrutschen wäre auf jeden Fall gut, aber so tief ist er auch gar nicht, sehe ich gerade. Na, tief nicht, aber. Na, wer weiß, wird ja spannend, das Ding geht. Ne? Ja. Hey Bär, wir sind laut. Hallo. Das war fast der Niklas, Alter. Ja, Freunde. Hier, man sieht. Wir sind richtig weit weg von unserem Aussetzungsort. Und hier ist auch nass, pass auf. Yep. Bisschen weiter weg von dem See. So, okay, aber krass, hier ist ein See. Das ist schon mal gut. Schon mal gut zum Angeln. Okay, also wir haben Süßwasser, das ist schon mal gut. Und wir können hier gut angeln, weil es ist ein See. Das ist natürlich die Sache, man soll ja nicht da fressen, wo man schläft. Genau, jetzt ist die Frage, ob wir an der Küste unser Lager aufbauen. Auf einer gewissen Höhe trotzdem, logisch. Ja. Und dann nur zum Essen abends und früh hierher kommen, hier angeln und gleich hier Feuer machen und hier den Fisch zubereiten und dann wieder weit weg in unser Lager. Ja. Geil wäre natürlich hier, weil dann ist total chillig mit Süßwasser und Fisch sozusagen. Aber dann ist ja, also ist ja ein See. Hier kommen ja alle Tiere nachts hin oder am Tag und trinken. Die trinken ja nicht von der Küste, die trinken ja aus dem See. Ja. Und wie gesagt, wir sollen ja nicht da Essen zubereiten, wo wir schlafen. Das würde ja dann auch passieren. Schwierig. Ja, ist echt eine schwierige Entscheidung. Hier hast du natürlich auch mehr Mücken. Hier ist schon mal die erste. Ja, der innere Schweinehund sagt, wir sollten hier Lager aufbauen, weil wir dann einfach hier bleiben können. Ja. Aber ja, Seemücken sehe ich auch, Alter. Oder wir müssen uns dann einfach wirklich einen guten Weg freischneiden, den man dann immer gehen kann. Also, da müssen wir jetzt, wir gehen jetzt auf erstmal zurück zur
Wir haben ja an der Küste Wasser, das ist schon mal gut. Das können wir erstmal filtern, ich habe jetzt auch Durst. Auf jeden Fall, ja. Wir müssen jetzt die Flasche auch erstmal auspacken. Und dann an der Küste vielleicht einfach gucken, ob da vielleicht irgendwie ein Sweet Spot ist. Ja. Wir, also heute bleiben wir auf jeden Fall erstmal an der Küste, würde ich sagen. Wir haben Wasser, ich glaube auch, Nahrung ist heute erstmal noch kein Thema. Ja. Und Alter, guck dir das Viech mal an. War eine Bremse, ne? So was ja, in der Art. Keine Ahnung, was das war. Irgendwas, was dich angreifen will. Ja, wir gehen jetzt zurück. Das hat, wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat. Gefühlt, Alter, anderthalb lang. Stunden, zwei Stunden, lang. Keine Ahnung. Der Sonnenstand sagt mir lang. Deshalb müssen wir jetzt auch zurück. Ja. Leute, wir sind hier am Hadern. Wir sind hier am Hadern, ob wir wirklich sagen, hey, wir gehen den Fluss hoch. Weil es kommen immer wieder Seen. Das wäre natürlich krass, weil dieser kleine Kackfluss, der da ins Meer mündet, da werden wir keine Fische finden. Und wenn wir am Meer sind, angeln, können wir am Meer knicken. Wir müssen hier einen See finden. Da sind wir jetzt kein Fisch. Und nehmen wir an, wir drehen jetzt um, zum Strand zurück. Brauchen wir nochmal eine Stunde. Da haben wir aber nichts zu essen, ne? Dann haben wir, einen Tag ist okay. Dann müssen wir morgen oder übermorgen hier nochmal durch und dann haben wir keine Energie mehr. Und ohne Energie hier durch unmöglich. Ich weiß nicht, ob das auf Video rüberkommt, das ist gestört, das krank hier lang zu gehen. So, wir gehen erstmal zurück ans Wasser. Kein See gefunden. Wenn wir die nächsten Tage nochmal probieren, wenn wir noch genug Kraft haben. Wir müssen jetzt ein Lager suchen, wo wir am Wasser sind. Wo wir am Wasser chillen. Wir sollten jetzt hier aber auf gar keinen Fall ein zu großes Lager bauen und Baumaterial holen, weil dann müssen wir am Ende ja wieder neu machen, ne? Oh, das ist echt doof. Wir werden zwei Lager bauen. Eins am Wasser und eins am See, wenn wir noch einen finden. Wir sind Team Bauen und Brühen. Und wir können nicht bauen, weil wir keinen Spot gefunden haben. Na, jetzt können wir nur noch brühen. Oh, kranker Scheiß. War das krank, aber wir sind wieder rausgekommen. Fühlt sich an wie ein Loose. Ist aber ein Win. Wir haben nichts verloren, wir haben uns nichts verletzt. Außer ein bisschen Energie ist weg. Aber wir müssen es hier nochmal zeigen. Also frisches, klares Süßwasser. Sieht anders aus. Das ist so braun. Das kommt halt direkt aus diesem Mangrovensumpf, ne? Ja. Aber wir werden es trinken. Also die werden uns jetzt ja nicht hier rauslassen, wo wir kein Wasser trinken können, oder? Das kocht man ab und gut ist. Wir scouten in die Richtung. Ansonsten sind wir diesen Spot hier gut. Wir glauben nicht, dass das Wasser hier. Also ich bin mir relativ sicher, dass das Wasser nicht hier hochkommt. Ja. Ich vertraue Max und wenn das Wasser doch hier hochkommt, ist es geistig witzig und Max ist ja, schuld. Wir tun unsere Sachen da alle oben in Sicherheit. Und wenn wir halt eine Nacht nass werden oder aufwachen, dann ist es so. Wir hören ja auch. Wenn hier Wellen sind, dann hören wir das und wachen auf, Alter. Ich schlafe richtig tief. Oh, da sind so tolle Seelöwen. Die sind ja so krass geil. Du schläfst an Wasserseite. Ey, ich freue mich, dass ich meine scheiß Brille auf habe. Nee, wir schlafen beide mit Füßen in die Richtung. Okay. Wir tun jetzt hier zwei Baumstämme hin. Dann machen wir ganz viele kleine Lattenrost. Hier ist genug Treibholz, dann haben wir ein Bett. Drei Beine drüber, Folie aufspannen, fertig. Toll, toll, toll. Weißt du was? Ich sage, wir können hier eine richtig geile Hütte auch bauen. Ja, ja, das ist unsere Strandhütte. Wir machen ganz locker. Wir wollen an Tag 10, ich weiß nicht, ob wir das noch machen, wir wollen an Tag 10 noch eine richtig fette Riesenwanderung machen, obwohl die richtig fette Riesenwanderung ist, glaube ich, durch. Glaube ich, das macht man, ja. Es war krass, hier durchzugehen. Es war richtig krass, hier durchzugehen. Jetzt haben wir es mal geschafft. Bin mit Knutzel Knossler schnell mal Knossel geholt. Wir haben es geschafft, da sind wir durchgeklettert. Jetzt hält der Sprung, gell? Wenn das schief geht. Soll ich irgendwie unterstützen? Nimm einen Stamm. Sag mal, ich kann schon. Ich kann auch. Das ist nicht so einfach. Ja, was willst du? Was willst du? Und jetzt schau dich an. Ich hab mir irgendwas gerissen. Ich sag dir, weißt jetzt schon, wie viel Spaß haben wir? Wie schön ist es? Unsere Mädels jetzt schon. Wir haben gesagt, bleibt immer zusammen. Wir haben gesagt, mach keinen Sprung und so. Was machen wir? Klettern und springen. In den ersten 10 Minuten. Aber schau, genieß mal die Aussicht. Ja, hier ist Treibholz. Ist alles Treibholz. Wird hier alles gefüllt sein. Alles gefüllt. Bären! Bären! Das sind sie. Die können wir essen. Schau mal. Es ist hinter dir alles voll mit Bären.
Ich probiere. Ja, wir probieren. Lecker. Das ist die richtige Beere, gell? Keine Ahnung. Die sehen schon sehr giftig aus, Alter. Wenn du Beere frisst? Schau. Sieht schon sehr haarig aus, die Geschichte. Haarig ist richtig, gell? Ich weiß nicht. Doch. Ja? Zeig's nochmal. Ah, wir müssen auf die Blätter schauen. Ob die oben glänzen und unten. Ja. Ja, super. Das haben wir gelernt. Ja, klasse. Vorher habe ich mir aber eine reingeschoben. Bevor wir die Blätter gucken. Wir haben Bären gefunden. Wir haben Bären gefunden. Da, überall. Lass mal erstmal zwei zu. Lass uns erstmal abwarten jetzt. Boah, schau mal. Das ist alles. Boah. Das ist so schön. So ein schöner See. Aber wir sehen keinen Fisch. Gar nichts. Also so ganz, ganz, ganz Mini-Fische. Das ist krass. Es ist kein einziger Fisch da drin, Sascha. Hier unten haben wir einen kleinen Wasserfall. Also das ist hier eine unglaubliche Natur. Das ist wirklich unfassbar. Jetzt müssen wir uns erstmal um die Sachen kümmern, dass die Sachen vorne mal wegkommen. Und überlegen, wo wir heute die Nacht verbringen. Und ich würde sagen, Sascha, wirklich, wir beobachten Ebbe und Flut. Wir machen heute Abend, wir machen uns einfach mal ein Bett und dann beobachten wir, oder? Erste Probleme von der Bäre. Sascha sagt, bei ihm kickt der Durchfall rein. Aber wirklich, es sind keine 20 Minuten her. Bei dir auch, oder? Bei mir brodelt's. Es kann doch nicht sein, weil du hast ja die falsche Bäre gegessen. Bei mir brodelt's. Am ersten Tag. Ich futsch schon alle 10 Sekunden. Es kann nicht sein. Oder? Ich dachte, die passt. Ey, Sascha. Was kann passieren von so einer Bäre? Das ist die richtige Bäre. War doch oben. Unten matt, oben glänzend. Ja. Weil ich sag, genau so eine gibt es ja, die giftig ist, die genauso aussieht. Ja. Mit blau und unten die Einschnitte. Unsere hatte keine Einschnitte. Schon. Nein, unsere Bäre hatte unten nicht diese Einschnitte. Die weißen waren auch direkt nebenbei. Eine Regel, isst keine weiße Bären. Direkt um die weißen waren die blauen. Aber die waren blau. Also hier ist auf jeden Fall offen, Mann. Also entweder kommen wir gleich in diesen Strauch und das ist scheiße. Ja. Oder da ist ein See. Oh Gott. Das noch? Ja. Oh, der Fluss. Hier ist Wasser. Der wird größer. Der Fluss ist größer. Oh mein Gott. Die Frage ist, wie kommen wir auf die andere Seite, Bro? Durchlaufen. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott, das sieht so vielversprechend aus. What the fuck? Oh. 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 Okay. Wir müssen einfach durchlaufen. Meinst du? Ja. Schuhe sind eh nass. Nee, Mann, komm, wir gehen rein. Ja? Ja. Okay. Wir müssen einfach dann unsere Füße trocknen, wenn wir ankommen. Ja. Ja. Okay, ich meine, Wetter ist gut, Himmel ist klar. Ich glaube nicht, dass es... Oh mein Gott, geht das tief rein. Ja? Ach, wir sind gefickt. Warte, geh rein. Oh mein Gott, das sieht so nasty aus. Oh mein Gott, wir sind gefickt. Gib. Hier. Oh, kannst du den Sack nehmen? Ja. Oh. Oh, Treibsand. Mach langsam. Nicht zu lange stehen bleiben, Bro. Ja, ja. Scheiße. Treibsand. Geh weiter schnell, Bro. Ich steck fest, Bro. Nein, laber. Soll ich rüberkommen? Ich muss ja meine Tabletten retten. Sonst werden die nass. Einfach nie fährt. Das stinkt so krank. Okay. Jetzt ich, oder? Ja. Ey, Bro, das ist scheiße. Fuck.
Oh, Bruder. Herr Wolf. Ach du Scheiße. Meine Schuhe sind richtig voll gelaufen. Meine sind richtig voll matschig. Aber schön ist es, ne? Super. Super schön. Digga, sah schon wieder so geil aus. Oh. Boah, sind hier viele von diesen Viechern. Mach einfach voll. So. Okay, dann knall mal so eine Tablette rein, Bro. Ja. Yeah. Okay. Okay. Zumachen, halbe Stunde warten und dann können wir es trinken. Lass uns kurz einen Plan machen. Wir bauen jetzt hier das Shelter auf und übernachten hier heute. Ja. Lass da jetzt eine fixe Entscheidung treffen. Unser erster Nachtshelter. Bauen wir hier. Ja, wenn der Boden okay ist. Ich glaube, der geht. Es hat viel Moos, ist von Natur aus weich. Ja. Wir können auf jeden Fall auf dem Boden pennen. Glaube ich auch. Dann würde ich sagen, breiten wir mal ganz kurz unsere Jacken aus, bauen die Sägen, bauen das Messer zusammen. Ja. Und fangen an, uns hier mal so einen ersten Shelter aufzubauen. Let's go. Das ist gerade eine scheiß Entscheidung, die wir treffen müssen, ey. Das ist wirklich nicht einfach. Bleibt man hier oder geht man weiter? Boah, ich hab nicht erwartet, dass wir so früh an so eine dicke Entscheidung gebunden sind. Alter, das kann alles entscheiden, was wir jetzt gerade machen, wirklich. Ja, 100%, Bro. Das ist jetzt der Ding zwischen wir machen 14 Tage und wir machen 3 Tage, wie Survival Udo meinte. Ja. Boah. Ja, wir müssen eigentlich hier bleiben. Ja. Aber ich muss auch wirklich, glaube ich, erstmal was trinken, bevor ich weiterarbeiten kann. Also mich nimmt es gerade richtig hops. Ich glaube, unsere Wasserflasche ist auch gleich fertig. Halbe Stunde, ne? Ja, dann trinken wir jeder die Hälfte. Und füllen direkt wieder auf. Füllen direkt wieder auf und fangen dann an mit dem Shelter. Mit unserem improvisierten Shelter. Ja. Boah. Ja, lass mal kurz 10 Minuten sitzen. Die Zeit müssen wir haben. Krass, krass. Sag ich ehrlich, das ist ein harter Start, Mann. Damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Aber wir kriegen das hin. Alter! Du hast gerade gesagt, bring das was hier lang zu laufen. Maul. Das ist eine zweite Flasche. Als Maul nimm mit, komm, steck ein. Digga, guck mal den Behälter ja, an. Ja, du hast recht, du hast recht. Das ist so geil, irgendwo vom Bord gefallen. Guck dir das hier mal an, Leute. Quick-Tech. Das ist eine taktische Ausrüstung. Quick-Tech. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ja, super, doch. Du hast gerade gesagt, ja. Lohnt es sich noch weiter zu gehen. So Leute, wir wollten jetzt hier gerade unser Dings aufbauen. Das ist eine Schlange. Geh mal aus der Sonne raus. Töten wir die? Wir töten die nicht, nein. Wieso nicht? Warum willst du die jetzt töten? Essen. Häuten? Bisschen. Nein. Ist nicht groß genug? Das macht gar keinen Sinn, Max. Digga, ist das krank. Oh, ich wollte wirklich hier gerade unser Ding aufbauen, weil wir hier in der Quelle sind. Ich würde trotzdem sagen, wir bauen das hier auf. Die müssen wir wegtun. Wie? Ich dachte immer, wofür braucht man ein erhöhtes Bett? Wofür braucht man ein erhöhtes Bett? Scheiß auf die Insekten, aber jetzt sehe ich hier eine Schlange. Das ist ein Scheiß. Hol mal einen Stock, die tun wir hinten ins Gebüsch rein. Du musst nicht so einen Stock machen. Nee, ich hol einen Stock, ich mach's. Hä? Die ist rot. Wir sollten noch ganz doll vor roten Sachen aufpassen, oder? Nee, Farbe ist egal, hab ich gedacht. Sie versucht wegzukommen, aber schafft's nicht. Doch, schafft sie. Sie ist weg. Oh, ist das krank. Gehen wir aus der Sonne raus? Das ist halt kacke, weil wir genau hier unser hier Scheiß bauen sollten. Hier baue ich nicht den Shelter. Das ist jetzt ja scheiße, hier baue ich ne? Nicht den Shelter. Leute, hier ist die Quelle. Seht ihr das? Na. Und hier zwischen den Bäumen wollten wir jetzt gerade bauen. Das ist jetzt durch. Wir müssen da hinten bauen. Ja, okay. Aber hier bauen wir uns ein Wasser. Oh, das ist doch schon weit weg, der andere Fluss. So, wir sind wieder zurück am großen braunen Fluss. Das ist unser Loot bisher.
unglaublich viel Schnüre, einen Helm, den man eigentlich mitnehmen hätte dürfen, zwei Wasserflaschen, krass, das Ding mit dem Seil drin, eine Isomatte und ein richtig fluffig geiler Sitzball und so ein riesiger Hochofen zum Feuer richtig anheizen. Was ist denn das für? Eine Hummel. Eine Hummel. Oder eine Biene. Und jetzt wollen wir hier bauen, ja? Ja, wir holen jetzt die Flasche, was in der Flasche drin ist. Aber wir müssen wirklich, falls nachts ultra hoch kommt, ja. Unsere Sachen irgendwo, wir konnten keinen guten Eingang nach oben, ne? Nee. Irgendwie ein bisschen höher. Du wolltest hier bauen? Ja, ja, müssen wir unsere, das habe ich aber gesagt, wir müssen unsere Sachen oben safen. Guck, hier ist direkt Frühstück, wächst an unserem Bett. Diese Himbeeren-Sorte da. Und die schwarzen Schlitzbeeren sind hier auch. Das ist toll. Okay, Sachen holen und los. Leute, wir sind Team Bauen und Brühen. Wir haben ja noch nichts gebrüht und nichts gebaut. Aber wir haben trotzdem einen tollen Spot. Alter, wenn das so nass ist, das Wasser kommt bis hier oben. Das ist komplett nass. Also Wasser kommt hier richtig, richtig weit hoch. Okay. Das müssen wir echt im Kopf behalten. Ja. Das heißt, wir müssen hier sowieso, also wenn wir da reingehen würden, sind wir halt eingesperrt. Weil nachts oder wann auch immer, ich glaube zweimal tägliches Ebbe und Flut, weil dann hier einfach das Wasser krass hoch steht. Ja. Da können wir einfach alles einpacken. Boah, aber die Flasche nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Einfach zum Fischdingsfang, oder? Ja. Machen wir so. Und das nehmen wir auch mit. Und das Plastik kann man als Pose für die Angel nutzen. Das nehmen wir auch mit. Und das hier Köder, guck mal, hier sind überall solche Dinger. Die springen so, keine Ahnung. Sind das Mini-Krebse? Nee, die werden ja im Wasser. Alter, keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe jetzt immer wieder welche gesehen. Alles voller Zecken. WTF, sind das viele. Boah, das sieht für mich aus wie eine richtig fette Wasserkakerlake. Aber das sind so Urzeitkrebsdinger. Die konnte man ja früher als Kind, da gab es so, gibt es vielleicht immer noch so Boxen und da kannst du dir so diese Krebse selber züchten. Alter, gibt dir das? Hey, alles voll mit Krebsen, das kannst du ja keinem erzählen. Und hier schon, also immer bei Ebbe runter ins Wasser. Dann gibt es Krebssuppe noch. Die Wildnis kann herausfordernd sein, aber mit den richtigen Snacks wird sie zum Abenteuer. Was haben wir denn hier? Linsenchips and Nut Butter Cups. Hunger der Wildnis? Nicht mit Koro. Und das Beste, exklusiv für euch, gibt es 5% Rabatt auf alles mit dem Code 7VSWILD. Ha, die nehme ich noch mit. Jetzt aber auf ins Abenteuer und vergesst eure Snacks nicht. Oh, guck, hier ist schon eine Zecke drin. Direkt Zeckenalarm. Das ist eine Spinne. Mit dem so Ding. Mini. Ja, man kann jetzt erstmal sehen, eben waren wir da drüben, sind jetzt hier reingelaufen, haben hier einen Spot gefunden, alles ist grün, spricht mehr dafür, dass das Wasser hier nicht so fix hinkommt. Haben uns jetzt hier hingesetzt, werden gemeinsam die Flasche auspacken, den Filter rausholen, trinken und dann mal hochlaufen, gucken, was da abgeht, hier vielleicht reingehen in den Wald und schauen, ob wir uns wohlfühlen. Genau. Boah, Zwillenbänder, das macht mich so glücklich. So. Zwille, das ist dann fürs Taschenmesser, Draht, dein Kondom. Boah, stimmt, die Fallen. Ey, wir haben so unfassbar viel dabei. Es geht einfach raus. Ist das geil, ist das genial, Hanna. Wahnsinn. Oh, ich fühle mich hier so wohl und so zu Hause. Ich habe gar keine Bedenken, dass das nichts wird irgendwie gerade. Warte mal. Will man aber auch nicht so trinken. Ne? So ein bisschen andere Farbe hat das Ganze schon. Boah, ja. So, hat man da oben dran? Genau. Und? Schmeckt komisch. Warum schmeckt das komisch? Hä? Das schmeckt richtig merkwürdig. Willst du mal? Weißt du, warum das komisch schmeckt? Weil wir waren jetzt das totale Chlorwasser und so weiter gewohnt. Und das hier schmeckt einfach normal. Echt? Ich finde, das schmeckt irgendwie... Schmeckt wie bei mir zu Hause. Ja? Aus dem Wasserhahn. Okay, geil.
So, wir sind jetzt hier schon unter dem Baum durchgekraxelt. Da vorne sind unsere ganzen Sachen. Und wir sind gerade am Überlegen, da geht ein Weg rein und da geht ein Weg rein. Aber Hanna sagt auch schon, das sieht hier so ein bisschen aus wie Stufen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir jetzt einfach mal Full Send reinlaufen. Ich sag, das geht voll krank hier runter, aber man sieht es halt echt gar nicht auf der GoPro. Oh, warte, ich habe eine Mütze verloren. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Alter, ich sehe halt gar nichts. Bist du da durch? Okay. Hä, hammergeil. Oh, hier ist aber auch ein bisschen Weg. Boah, da sieht gut aus. Boah, da, oder? Ist, oder? Ja. Hier auch schon direkt eine Höhle. Oh. Geil. Ja. Wir vermuten da oben wirklich irgendwie einen See oder irgendwas, weil da ist so viel Luft ohne, seht ihr das? Ohne Bäume und das ist so ein dichter Wald. Ja, da ist doch was. Oder ist da was? Ich weiß ja nicht, ob da was ist. Oh doch, oder? Siehst du was? Fuck. 0,000. Boah. Gleich mal hier einen Sturz. So, wir waren jetzt oben. Also irgendwie hat sich das nicht Heimat angefühlt. Hat sich nicht heimisch angefühlt so. Und jetzt geht das Ganze wieder runter. Dann wollen wir mal in die andere Richtung scouten. Und ansonsten, ich meine, das ist ja ein super Spot hier. Ne? Es geht einfach darum, bevor man da jetzt irgendwie sich einen krassen Shelter oder irgendwas baut, zu gucken, dass man es am Ende nicht bereut. Genau. Oh, Hanna ist schon so weit unten. Ey, das kann man sich nicht vorstellen, wie das hier runtergeht. Das ist so krank. Ja, irgendwie, glaube ich, ist das Spot hier unten. Oder vielleicht da drin. Wir sind halt jetzt da reingelaufen, aber waren noch nicht auf der Seite. Da ist halt ein bisschen mehr moosig, alles vielleicht ein bisschen chilliger, aber irgendwie hätte ich auch Bock, da nochmal frontal rein. Naja, irgendwie schon idyllisch. Wasser, Wasser, Wasser. Hm. Ein bisschen gelb ist das Wasser schon, ne? Aber durch den Filter kein Problem. Auffüllen, dass jeder von uns immer 1 Liter zu trinken haben. Es kostet jede Menge Zeit, aber Wasser ist Leben. Ohne Wasser sind wir in 2 Tagen dehydriert und raus. Hey, ich habe gerade schon mal rausgefunden. Ich habe hier einen Stein gefunden. Der hat die übelst glatte Fläche. Also der ist wirklich so richtig glatt, als wäre der geschliffen. Und hier gibt es ja kein Kaugummi und nix. Und jetzt habe ich hier gerade dran geleckt. Hast du so einen leicht salzigen Geschmack dabei, aber das fühlt sich an wie Kaugummi kauen. Das lenkt ab vom Hunger haben. Und klar, das ist jetzt, also wir wurden wahrscheinlich nicht mal vor 1 Stunde ausgesetzt oder sowas. Aber man weiß ja, wie das ist. Der Rhythmus ist noch eingestellt auf Hunger haben und sowas. Steinlecken, das is it. Ich hoffe, das ist wirklich auch an Tag 10 oder sowas noch geil. Jetzt gerade hilft es wirklich enorm. Muss ich dem Joey gleich mal direkt mitteilen. Ich habe übrigens was gefunden. Keine zu großen Hoffnungen, aber ein Kaugummi-Ersatz. Ja? Ja, ich habe tatsächlich so einen Stein gefunden. Der ist ganz glatt. Und kennst du so diese Lutschbälle von früher, wo man so dran gelutscht hat? Ja. Da habe ich gerade das Gleiche, habe ich irgendwie damit auch gemacht. Bisschen Geschmack, salzig durch den Stein. Ja. Und wenn man dran lutscht, ist, finde ich, so ein Kaugummi-Ersatz. Noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Gerade rausgefunden. Ich saß da, hatte Langeweile. Sehr gut. Also, wir haben Kaugummi jetzt. Wasser. Jetzt brauchen wir nur noch richtige was zu essen.
Das dauert noch ein bisschen. Aber jetzt haben wir schon mal ein bisschen Beschäftigung. Was zum Lutschen, was zum Trinken. Und jetzt ist es doch schon optimal hier eigentlich. Der Sommerurlaub kann beginnen. Jan hat was entdeckt. Und wir haben ja die große Kamera. Und damit können wir zoomen. Und da auf gefühlt 70 Meter ist ein Adler. Weißkopfadler. Weißkopfseeadler heißen sie, meine ich. Wir gucken uns das mal hier genauer an. Bin ich gespannt. Er sitzt einfach. Er fliegt hin und her, er sitzt da. Er macht uns das Leben zum Paradies hier. Der beobachtet uns. Ich sag dir eins. Der hat sein Nest irgendwo hier, ich glaube. Weil er wacht, weißt du? Ja. Und wäre ja schon längst weg, hätte keinen Bock auf uns. Aber ich glaube, dass er eventuell hier irgendwo sein Nest hat. Oder das ist einfach sein Revier und der jagt hier, weil er stand da vorne auf dem Felsen. Ja. Und der guckt sich an und sagt, wer sind diese zwei Europäer? Was haben die hier so suchen? Wir sollen hier abhauen, ne? Wir sind in 14 Tagen weg, also nur kurzen Urlaub. Wir sind jetzt hier oben. Da ist der Beach. Hier ist das kleine Flüsschen. Wir sind hier oben wie in einem Wachturm. Oh, schon wieder. Ich wir haben die falsche Beere jetzt schon drin. Muss mal kacken. Echt. Ihr könnt euch auf eines freuen. Ich glaube, wird gut. Wird gut. Wir sind vorsichtig, wir sind umsichtig. Okay, wir können. Aber hier. Was sagst du denn zu hier? Ja, eigentlich super. Guck mal, wenig Mücken, viel Durchzug. Ah, ich sehe schon ein paar Mücken, aber hier viel Material, viel Moos, viel Zeug. Jägerbett hier hin. Leider wenig Naturdach. Aber dann bauen wir uns ein Dach. Muss kacken, Mann. Jetzt muss er kacken. Knossel, ich kack jetzt! Passt. Bitte kein Durchfall. Unverdaut. Grün. Ist einfach grün. Komplett grün. Hat mir das gezeigt? Wir müssen uns dran gewöhnen. Wirklich. Wir teilen uns reden. Wir müssen. Nein, wer ist so? Wir werden uns so intim kennenlernen. Ich sehe jetzt deinen Stuhlgang. Ich habe noch nie deinen Stuhlgang gesehen. Und? Alles gut. Gut. Was spielst du? Ah. Ja. Film mich. Jetzt ist der Moment da. Du sollst ihn sehen. Ja. Ich bin bereit. Das, was hinter uns haben. Wirklich? Ja. Hose weg, runter. Ich mach gleichzeitig. Okay? Wir machen gleichzeitig. Ich mach's jetzt. Sollst du sehen. Und ich mach's jetzt auch. Eins seid ihr bewusst, okay? Ich war gerade im kalten Meer. Demnach bitte deine Fair- oder Beurteilung. Ich beurteile gar nichts. Ich einfach nicht. Das mal kurz gesehen haben und fertig. Wir machen gleichzeitig. Sag mir, wenn du bereit bist. Eins, zwei, drei. Boah, ist der Bist du gar nicht beschnitten? Bist du beschnitten? Ja, klar. Scheiße, Mann. Boah, der ist aber auch jetzt ist kalt. Bei mir auch. Ah, da ist er! Will ich schon sagen.
Alter, hast du ja die Hände gerade mit der. Na, was? Oh. Nee. Nein, warte. Okay, jetzt reicht's. Okay, jetzt kann die Woche kommen. Okay. Zwei Wochen. Alles gesehen. Ey, danke. Unterhose. Stuhlgang, Zipfel. Aua. Jetzt, bauen wir, jetzt müssen wir, so. Sagen, jetzt muss losgehen. So. Da ist ein kleiner Krebs geklettert. Einen kleinen habe ich gesehen. Jetzt muss es aber echt losgehen. Wir haben schon erkundet. Unser Schamgefühl haben wir damit eben auch bereits jetzt. Guck, wie die Krebse mich angucken. Komplett. Ja. Schamgefühl ist weg. Das ist weg. Das ist jetzt weg. Jetzt müssen wir Shelter bauen. Es wird finster, echt. Let's go. So, einige Stunden später. Wir sind wieder bei unserem Spot angekommen. Scouting haben wir jetzt beendet, das hat sich aber gelohnt. Wir haben sehr viel Zeit verbraucht, aber es hat sich wirklich gelohnt. Wir wissen jetzt ein bisschen, wo ein See ist. Wir haben einen sehr langen Weg genommen und haben dann einen viel, viel kürzeren Weg zurückgefunden. Genau, haben Birken gefunden. Ja, Bären. Bisschen Müll. Also Beeren mit Doppel-E, sieht schlecht aus. Ja. Stehen da ein paar am See rum, aber nicht nennenswert. Und alles andere sieht auch schlecht aus. Pilze, auch gar nichts. Alles vermodert, alles kacke. Wir haben hier wunderbares Wasser. Seht ihr, wie gelb das ist? Ja. Schön, oder? Kennen wir aber schon. Das ist Waldwasser, ist halt so. Riecht so. Zumindest aber nicht kacke. Tuch von meiner Freundin, sorry. Muss jetzt weg. Kannst du mal auf Spannung machen? Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen Stoff, weil wir müssen die ganzen Schwebstoffe so jetzt. Viel, ja? Nein, natürlich nicht. So viel, ja? So, ja, vielleicht so? Ja, vielleicht. Fühlt sich nicht gut an. Das reicht ja schon, ne? Ja. Zack. So. Sehr gut. Stülpen wir das hier drüber und hoffen, dass es einigermaßen durchlässig ist. Schau. Ja! Oh ja. Oh ja! Das ist doch geil. Weil sonst setzt sich unser Filter zu schnell zu und deswegen direkt mal vorfiltern. So, aber wir brauchen noch viel mehr Wasser. Ja. Hast du auch so doll Durst wie ich schon, Alter? Alter, hör auf. Ja, zwei Stunden, drei Stunden durch den Wald gelatscht. Ja. So, ein Liter gefiltert. Hier, es ist immer noch gelb, das Wasser, aber wird schon, ne? Passt dann damit aber auch gut zum Deckel. Wenn ich mir das vorstelle, dass andere Teams jetzt abkochen müssen. Alter. Ist aber safe. Ganz schön gierig. Ich hab richtig Durst, ne? Mhm. Wir bauen jetzt erstmal nur irgendwas, wo wir halbwegs ordentlich drauf pennen können, legen uns da drauf und morgen, wenn wir den ganzen Tag Zeit haben, richtig, geht's dann in den Shelterbau. Ja. Und je nachdem, wie die Flut steht, oh Alter, das halt hier richtig aus der Flasche raus. Und je nachdem, wie die Flut steht, geht's dann hier an der Küste auch ins Angeln rein. Ja, weil wir fühlen's gar nicht im Wald irgendwie. Nee. Also da hinten, da ist es so trostlos, du kannst gar nicht weit gucken, weil hier alles so dicht ist. Das wird uns so auf den Gemüt schlagen. Das ist uns zu risky, dass wir dadurch rausgehen. Wir wollen weiten Blick haben. Ja. Das ist geil hier. Ja, aber wir müssen wirklich aufpassen, weil das Wasser steigt extrem hoch hier. Und deswegen müssen wir ein bisschen weiter nach da bauen. Wir machen uns den Weg frei, dass wir nach draußen sehen können. Das ist ganz wichtig. Als nächstes bauen wir quasi die Säge auch. Genau. Schnitzen das stecken das Messer zusammen. Tag 1 ist krank, Leute. Es gibt so viel zu tun. Deswegen müssen wir direkt weitermachen. Also wir haben hier gerade mal ein bisschen rumprobiert, keine Ahnung, so 5 bis 10 Minuten und wir haben uns dazu entschieden, tatsächlich einfach eine Fläche zu roden. Wir haben hier hinten super viel geiles Baumaterial, wir sind hier erhöht, wir haben trotzdem einen Blick auf den Ozean. Ja, krass. Und diese ganzen Sträucher, die ihr gesehen habt, schneiden wir jetzt einfach weg und man sieht ganz gut, vorher sah das halt alles so aus und wir machen uns jetzt hier erstmal eine schöne Fläche, um dann hier eventuell ein Lager aufzubauen, vielleicht sogar die erste Nacht zu verbringen. Also wir haben tatsächlich keine andere Wahl, weil es gibt nirgendwo irgendwie einen richtigen Platz. Und wir müssen uns tatsächlich jetzt wirklich einen erschaffen. Und ich bin tatsächlich extrem froh, dass wir eine Säge haben. Dass wir eine fertige Säge haben, zusammengeschraubt. Let's go. Ohne hier irgendwas zu basteln zu müssen, sondern der Griffrand fertig. Reingeschraubt, große lange Säge, Abfahrt. Handschuhrand fertig. So, nur mal kurz. Sorry. Das ist quasi jetzt der Ausblick. Ja, das ist halt schon. Und da ganz hinten, da kommen wir her. Gut. Geh mal ein Stück zurück, damit man das mal sieht. Ja, ist halt faktisch, es sieht halt krank aus, ne?
Was man noch dazu sagen muss, ist krass, der ganze Boden hier unten ist Humus, ne? Es ist wirklich richtige Erde, aber der ist klitschnass. Ja. Weil hier natürlich immer Feuchtigkeit drin hängt, auch der Nebel vom Meer zieht hier rein. Also da müssen wir echt gucken, dass wir dann auch was bauen, wo wir vom Boden wegkommen. Aber wir müssen uns überhaupt erstmal eine Fläche schaffen, wo wir überhaupt mal existieren können. Das ist krass. Ja, wo man einfach mal eine Tasche hinlegen kann, ja, und sie wiederfindet. So, wir müssen jetzt hier rein. Haben wir Loch gebuddelt. Das Ding kommt da jetzt rein. Dann kommt da der Sand wieder drauf. Aber richtig hoch. Und dann hoffen wir, dass das hält. Dann befestigen wir es noch daran und daran. Und dann müssen wir halt hier noch ein paar mehr Stöcker reinstellen fürs Bett. Aber es wird, wir haben leider sehr viel Zeit verschwendet. Nein, nicht verschwendet. What the fuck? Wieso nicht? Weil es einen Weg wissen, wie er nicht geht. Und wir haben die ganze Zeit wieder gewonnen. Wir haben so viel Fahnen, so viel Band gefunden, eine Isomatte. Ja, das stimmt. Ofen haben wir gefunden. Ja, das stimmt. Das ist schon recht. Also wir können hier einen sehr coolen Shelter bauen, definitiv. So, Zwischenupdate. Du machst was in der Dachkonstruktion. Ich hole weiter Äste für Lattenrost. Treibholz ist ultra geil, ist aber relativ schwer, wenn da noch Feuchtigkeit drin ist. Und das Durchsägen war hardcore. Also es ist wirklich sehr schwer, aber dafür sind sie schon entastet und man muss sie nicht entasten. Vor- und Nachteile, aber es ist auf jeden Fall cool, dass das schon so in Größen rumliegt. Mit ganz wenig Kraft. Flacher. Digga, das ist so krank hartes Holz. Das ist nur zu 20% nicht durchgesiegt. Geiles Geräusch. Hab's dir gesagt. Los, rüber damit. Haben wir so mit Physik das Ding durchgemacht. So Leute, Operation braunes Wasser tritt in Kraft. Es ist klar, es hat keine Pigmente oder irgendwas drin. Es ist super cool, außer dass es braun ist. Aber es stinkt noch nicht mal, es riecht nach nichts, aber es ist braun. Wir wissen nicht, was das ist. Wir haben jetzt zwei Mikroforte reingepackt, nicht eine halbe Stunde gewartet, sondern eine Stunde. Was ist? Ja! Was denn? Ja, riech mal dran und sag mir noch, was es riecht. Chlor. Das riecht so geisteskrank nach Chlor. Wenn da noch irgendwas lebt, dann keine Ahnung, was dann los ist, ne? Ja, klar. Das ist. Aber das Gute ist, da schmeckt wie in Kanada eine Cola Zero. Ey, ich hatte wirklich Schiss vor diesem Wasser. Ja? Und jetzt, wo es so nach Chlor riecht, bin ich so glücklich gerade. Echt? Okay. Du nicht? Also, wer probiert zuerst? Wollen wir erstmal beide nur klein machen? Nur? Ich probiere jetzt gerne. Okay. Schüttel die Flasche nicht so. Das war gut, aber ja. Und? Gibt's dir das Kraft? Es gibt mir geisteskrank viel Kraft. Wasser ist Leben, Alter. Und? Nicht alles trinken. Boah, schmeckt halt wie ein Schwimmbad, ne? Ja. Warum haben wir zwei Tabletten reingemacht? Weil es 1,5 Liter sind. Das stimmt. Und das echt dreckiges Wasser ist. Ja. Scheiße, will ich mehr Wasser. Ja, ich auch noch. So, langsam, aber sicher geht jetzt die Sonne unter. Und wir haben unser Scouting erledigt, Hanna und ich. Zumindest nicht erfolgreich. Wir haben keine Seen gefunden, aber das ist auch okay. Das Leben geht weiter. Der Spot unten ist ja ganz geil. Das heißt, wir werden jetzt da unten reinlaufen und denke ich dann die Tage das Shelter auf der rechten Seite Moos errichten, oder was sagst du? Ja, hätte ich auch gesagt. Auf jeden Fall. Ich finde, das machen wir gut. Oh, guck mal, wie klein du gerade aussiehst. Nice. Wow, die Natursöhne schon ihr fettes Shelter hingekloppt haben hier. Ja, Natursöhne, also safe Villa einfach. Noch gar nichts. Egal, Alter, wir sind 3 Kilometer gelaufen an Tag 1. Die sollen alle ihre Schnauze... Oh, schon richtig auf Krawall jetzt hier. Ja, oh, Schnauze, wir sind... Ja, jetzt lassen wir die Aggressionen raus hier. Schuhe auch schon komplett nass. Jetzt ist einfach egal, Hanna. Ich lieb's. Ich find's einfach voll geil. Spürst du es auch gerade? Ja. Spüren wir es beide nach dem fucking Tag hier.
wirklich die ganze Zeit irgendwo, wir filmen ja auch nicht alles, ne? Aber man fällt einfach teilweise in so Schlitzen rein, Bein bleibt stecken, Schuh bleibt stecken. Man denkt sich so, was geht hier ab? Und jetzt einfach jetzt fühlt es sich gut an. Und genau deswegen macht man das, damit man weiß, man baut das Shelter an dem Ort, wo man sich heimisch fühlt. Und irgendwie, ich habe gerade einen Hoch. Boah, Holz ist hier genau an diesem Spot extremst Arsch, habe ich das Gefühl. Okay, was ist mit denen da? Und diesen ganzen Bäumen hier? Lass die nehmen, Bro. Ich glaube, mit denen können wir was anfangen hier. Ja. Hier mit so einem. Für einen Tripod? Für einen Tripod, ja. Sägen wir ab. Okay. Der hier, Bro, ja? Hier der. Ja. Sieg den mal nieder. Der und der daneben auch wahrscheinlich. Ja. Wundervoll. Hier, oder? Ja. Okay, Freunde, das hier ist jetzt unsere zwei Tripods. Mit dem ersten, mit dem hier, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ich sag ehrlich, der hier ist nicht so ultra geil geworden, aber das hier ist jetzt eher nur so vorübergehend, dass wir heute einfach rüber, also über die Nacht kommen, und dann versuchen wir morgen da hinten das zu erkunden und hoffen, dass da ein See ist, Bro. Bitte, 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 bitte. Ja. Okay, Dominik ist hier am Shelter dran. Bei mir ist aber ein ganz anderes Problem. Bei mir ist gerade Alarmstufe braun. Alarmstufe braun ist bei mir gerade das Problem. Ich muss, seit wir losgefahren sind, übelst scheißen, aber ich konnte nicht, als wir losgegangen sind. Und jetzt, ich sag mal, jetzt geht's halt los. Und ich glaube, es ist smart, wenn mein Körper frei ist von der Scheiße. Das stimmt natürlich. Befrei dich. Deswegen, Freunde, bauen wir uns jetzt aus meiner langen Unterhose ein kleines Klopapier. Gehe ich irgendwo dahin oder da im Wald, weiß ich noch nicht. Dann machen wir's. Ja, wird losgeschissen. Lass mir noch ein bisschen Seil da, bevor du scheißen gehst. Ja. Ja. Dankeschön. Oh Mann, ey. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich das nicht an Tag 1 machen muss. Hier wird's geschehen, Freunde. Hier wird's geschehen. Ach du Scheiße, Digga. Ich teile mit dem Internet jetzt, wie ich scheißen gehe, Bruder. Was geht ab? Alter. Das war ein richtiger Chunker. Ey. Rest in peace an dem Bruder hier. Bro, das lief gut. Let's go. Puh, jetzt fühle ich mich viel besser. Das war super worth it. Alright. Ich hoffe, euch hat Code Braun gefallen. Wenn unser Spot sich morgen nicht verbessert, sage ich euch ehrlich, dann wird es auch der letzte Code Braun gewesen sein. So, der eine oder andere weiß es vielleicht, ich mache Parcours und ich habe mir als Challenge gesetzt, schon bevor ich wusste, dass ich überhaupt hier reingehe, dass wenn ich es ins Format schaffe, ich probiere jeden Tag mindestens ein Salto zu machen. Jetzt habe ich noch die meiste Energie, das heißt, heute fällt es mir nicht schwer. Sehr, sehr schwere Schuhe allerdings. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher und mache das Ganze da von der Klippe. Ist quasi der erste Klippensprung auch hier von dem Aufenthalt. Rückwärtssalto, einfach mal rein. What the fuck? Okay. Okay. Backflip Nummer 1 von dem Aufenthalt. Check. Ja, sehr. Ja. What the fuck? Nicht schlecht. Danke. Jan hier. Ja, sehr. Geil. Und Jan, erster Tag. Wir haben gleich, geht die Sonne unter. Also ja. Eine Stunde, eineinhalb ist dunkel. Ja.
Ich bin persönlich bin bereit für den ersten Schlaf. Wir haben sehr wenig geschlafen, auch in der Vorbereitung, bevor wir ausgesetzt wurden. Ich wäre gerade bei einem kleinen Mittagsschlaf schon fast eingepennt. Also ich vermute, die erste Nacht, die wird recht easy, weil wir sehr müde sind. Bisschen gejetlaggt noch. Und wir haben da schon einen Ort bereit erklärt oder bereit, noch nicht bereit gemacht, aber ausgewählt, wo wir heute die erste Nacht verbringen werden. Joey und ich, wir haben es gestern kennengelernt. Ich meine, ich kannte Joey natürlich aus dem Fernsehen, von sämtlichen Formaten, habe gehört, was er eh schon auch alles gemacht hat. Und ich glaube, wir kriegen die Zeit hier gut miteinander um. Und der erste Eindruck ist sehr, sehr gute Teamchemie hier zwischen uns. Ich hoffe, das kannst du bestätigen. Auf jeden Fall. Wir, jetzt sagen erstmal gar nichts. Wir lassen laufen. Ich freue mich sehr. Jan ist ein absolut dynamischer Spitzensportler in das, was er tut, im Parcours. Und das verbindet. Ne? Ja. Menschen, die Sport machen, sind ausgeglichene Leute. Ja. In diesem Sinne. Auf 14 geile Tage hier im Paradise. Come on! Yeah! Fuck. Das sind Orcas. Was war ich da? Ach, Hilfe, so richtig. Wahnsinn. Und da oben haben wir vorher einen Wolf gehört. Und da drüben, glauben wir allerdings, ist dieser dunkle. Aber auf alle Fälle kurze Roomtour. Was haben wir jetzt gemacht? Zeig alles mal sauber unser, gemacht. Zeig mal unseren Schrank. Da schlafen wir, da haben wir unsere Seile und Teller und so. Da oben trocknet gerade mein Schlauchschal, den wir benutzt haben für Wasserfilter. Da ist die GoPro fixiert, da unsere Säge da hängt da oben. Hier alles entspannt, einfach die anderen wichtigen Sachen. Hier unser Schrank. Da, erster Kleiderhaken, oben machen wir nur diese Jacke dran. Hinten ist auch ein Kleiderhaken, auch nur die Regenjacke dran. Dann natürlich hier noch Handschuhe, Messer. Ja gut, normalerweise am Mann. Ja, ja. Ja. Und da haben wir unseren Kleiderschrank mit lauter kleinen Dingen. Alles, was wichtig ist. Auch hier Bärenspray, Feuerlöscher, hier das Erste-Hilfe-Kit, hier die Flasche beim Eingang direkt. Da ist gerade Mikropur drin und tipptopp. Also ich sag mal so, alles da. So. Vorbereitungen laufen. Das Netz von unserem Freund wird ausgerollt. Ja, das ist wir versuchen jetzt echt noch einen Fisch zu fangen. Wir versuchen es wirklich. Wir haben das Glück, dass wir wirklich einen super Spot gefunden haben da. Ist extrem weich, wie ihr gesehen habt. Da haben wir jetzt noch ein bisschen angefangen, das weicher zu machen. Aber wir haben uns entschieden, es ist definitiv weich genug für heute Nacht. Und wir wollen jetzt vielleicht sogar noch was fischen. So, dieses Netz geht ins Wasser, breitet sich aus. Wir schmeißen es da, wo kleine Fische sind. Die verheddern sich da drin, holen das Ding raus und es dürfte klappen. Und heute gibt es einfach noch so 30 kleine Fische zum Snacken. Wirklich, ich weiß es nicht. Na sicher. Ich weiß es nicht. Es wäre krass, aber wir haben gerade Wale gehört. Hinten. Alle kleinen Fische springen vorne. Es kann. Machen das jetzt. Wir gehen jetzt. Machen das jetzt. Mit dem Camcorder. What the fuck? Wölfe heulen. Das sind Wölfe. Hörst du das? Das sind Wölfe. Das sind Wölfe. Das sind Wölfe! Scheiße. Krass. Ey, dieses Wolfsheulen. Ich habe in meinem Leben, ich habe noch nie Wolfsheulen gehört. Du? Noch nie in freier Natur. Noch nie? Bin so gespannt, ob das jetzt klappt. Wo siehst du sie? Kannst du mir sagen, wo du was siehst? Jo, da vorne überall springen die. Wo? Überall springen die raus. Das ist der erste Wurf, den wir jemals hier machen mit einem Angelnetz. Das ist der erste Wurf, ne? Wirklich, es wäre... Oh, shit. Nur unten so. Ja, komm. Das hat geklappt. Komm, das hat geklappt. Ich muss lieber wieder rein, weil ich Angst habe, dass es hängen bleibt.
Okay, nix. Nix, aber klappt. Aber schön klappt. Zu wissen, dass es klappt. Ich sehe sie springen. Boah. Der war gut. Bin weit rausgekommen. Was? Wo ist ein Wolf? Da drüben, Mann! Und ist besser aus! Da ist ein Wolf, Mann! Wo? Ja, direkt beim Strand, Bro! Da ist ein fucking Wolf! Fuck! Da ist ein fucking Wolf, genau da wo wir pennen! Der kommt. Bro! Fuck, das ist ein Wolf! Bro, da kommt! Fuck. Hol dieses Messer aus! Hey! Seven vs. Wild Team.